Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zur dritten Folge des FIFA 20, zur vierten Folge des FIFA 20 Karrieremodus und heute mit dem Champions League Gruppenphasen Topspiel gegen Atletico Madrid. Ja, und Akanji ist leider für 6 Wochen verletzt. Diallo kommt rein, Zagadou kommt auf die Bank. Und außerdem werde ich keine Wechsel mehr vollziehen. Ich muss erstmal die Taktik einstellen, wie ich spielen werde. Nicht so breit. So, machen wir so. Ausgeglichen. Da geht's hoch. Zack. Zack. Passt. Anweisungen. Zack. Zack. So. Ja, Jungs. Ich weiß nicht, ob ihr es seht gerade, aber meine Verbindung wurde getrennt. Ich versuche es mal eben kurz zu regeln. Ich sehe meinen Mauszeiger gerade nicht mehr. Ich versuche nochmal neu zu verbinden. Ja, jetzt bin ich wieder verbunden. Nice. So, jetzt müsste es eigentlich wieder gehen, Jungs. Ihr wart gerade kurz nicht, gerade den Stream gerade nicht kurz nicht gesehen. Aber jetzt müsste es eigentlich wieder da sein. Ja, es ist wieder da. Ja, nicht für Flanken in den Strafraum, sondern einfach. Ja, genau so. In die Mitte ziehen. Und ihm gebe ich gar nichts. Und dann müsste das passen. So. So. Das Heimspiel gegen Atletico Madrid. Im Signal Iduna Park. Was ein Bug. Im Signal Iduna Park empfängt Borussia Dortmund die Athletis. Atletico Madrid. Und ich mach den Ton an wieder. So. So. Dass ich den Kommentator ausgeschaltet habe. Also hier ist noch Training gerade. Das für mich überspringen. Mal kurz schauen. So, Borussia Dortmund empfängt Atletico Madrid. Wir sehen Jadon Sancho beim Warmmachen und wir sehen Koke beim Warmmachen. Das Topspiel der Champions League Gruppenphase. Atletico mit einem Sieg, einem Unentschieden. Dortmund hat leider das erste Spiel gegen Brügge verloren, aber dann 2:0 gegen die Monegassen gewonnen. Und Atletico Madrid, wie gesagt, mit 4 Punkten aus 2 Spielen, Dortmund nur mit 3 Punkten. Mit einem Borussia-Sieg könnte der BVB, wird der BVB Atletico vorbeiziehen. Aber dazu, er braucht es einen Sieg der Borussia. Mit einer Niederlage wird es schwer, weil dann, wenn Monaco gewinnt oder wenn Brügge gewinnt, wären sie dann wieder hinten rum. Und ja, auf jeden Fall eine enge Gruppe bis jetzt. Aber es sind auch erst 2 Spiele gespielt und wir hören uns die Champions League-Hymne an. So, Shake Hands, Ante Rebic von Frankfurt gekommen. So, dann kommen wir jetzt zu den Mannschaftsaufstellungen von Borussia Dortmund. Da im Tor natürlich Roman Bürki,
Die Viererkette wird gebildet durch Hakimi, Diallo, Hummels und Piszczek. Doppel-6 Witzel, Torreira. Links Brandt, rechts Sancho, Reus auf der 10 und Rebic vorne im Sturm. Das ist die Aufstellung der Borussia aus Dortmund. Und die Athletis mit folgender Aufstellung. Mit Oblak im Tor, dann die Viererkette gebildet. Schätze ich mal durch Philippe Luis links. Philippe Luis links, Juan Fran rechts, Savic und Jimenez in der Innenverteidigung. Saul Partey, Doppel-6, Lemar links, Koke rechts und Doppelsturm, Costa, Morata. So, Borussia Dortmund eröffnet diese Partie von links nach rechts in Schwarz und Gelb gegen die Athletis in Blau, also hellblauen Trikots und dunkelblauen Hosen. Der erste Fehlpass allerdings, Torreira. Zur Stelle Jimenez, Philippe Luis und Jimenez im Zusammenspiel. Koke, Saul, Thomas, sehr sicheres Passspiel im Mittelfeld. Der Athlet hieß Reus, kommt da leider nicht mehr ran gegen Koke. Lemar, Costa und Lemar, schönes Zusammenspiel. Gute Flanke, Morata, Bürki. Erster richtig gefährlicher Angriff im Spiel gehört den Athletis aus Madrid. Brandt kann fürs Erste klären. Reus will hier, schätze ich mal, Rebic mitnehmen. Lemar, Piszczek lässt sich hier viel zu leicht abdrängen. Diallo kommt nicht richtig ran, Morata. Aber ungefährlich. Ashraf Hakimi. Oh, Hakimi mit dem Stockfehler. Doppel mit zu vielen individuellen Fehlern. Piszczek, stark. Sancho. Rebic. Schöner Brand. Wahrscheinlich schöner Brand. Schöner Ball. Ja, doch nicht gut. Zu weit nach außen gespielt. Ein Vorspiel von Brandt, allerdings die Vorteilsituation entschieden für Atletico Madrid. Atletico spielt sehr, sehr sicher. Aber jetzt der Ball gewinnen. Reus, Partey ohne Kompromisse. Lemar. Sie spielen das richtig schön, die Athletis. Witzel. Was eine Tat. Gut gerettet von Axel Witzel. Brandt. Auf Rebic. Rebic, auf der anderen Seite ist Jadon Sancho komplett blank. Aber Jimenez ist zur Stelle. Ah. Atletico gehören die ersten 25 Minuten. Dortmund bislang mit noch keiner Torchance. Und die Flanke kommt rein und jetzt steht es 1-0 durch Saul. Allein gelassen in der Innenverteidigung. Und Saul Niguez mit dem 1-0. Diallo ist nicht da, Hummels ist nicht da, Hakimi ist nicht da. Und so köpft Saul das 1-0 für Atletico Madrid. Und das geht in Ordnung. Sancho. Jimenez ganz stark. Ganz, ganz stark vor Jimenez. Kein Foulspiel. Junge Argentinier. Sehr gutes Zweikampfverhalten von ihm.
Diego Costa. Birki. Und außen ist Brandt jetzt frei. Julian Brandt. Macht ein paar Meter. Torreira. Oh, ganz starkes Zusammenspiel. Saul. Luis. Sie kommen nicht raus. Atletico spielt das auf engstem Raum. Lema. Und Eckball. Piszczek ist da. FIFA, Bubisala, absolut stinksauer. Torreira klärt. Rebic kann das Kopfball gegen Partey nicht gewinnen. Hummels. Sancho. Thomas Partey macht das sehr stark. Und Hakimi mit dem Fehlpass. Das darf nicht passieren. Witzel mit dem Stockfehler. Hummels klärt fürs Erste. Sehr schön. Reus, jetzt hat Dortmund mal Platz. Jetzt haben sie tatsächlich mal Platz. Reus, außen ist Brandt. Julian Brandt. Julian Brandt. Ganz schwache Aktion. Mann. Der Trainer von Borussia Dortmund. Zu 0,0% zufrieden natürlich. Verständlicherweise. Aber es wird ohne Wechsel in die zweite Halbzeit gehen. Borussia Dortmund wird nicht wechseln. Ganz stark gemacht von Rebic. Sehr gute Ball erobert. Reus. Sancho. Rebic! Das war die dickste Chance im Spiel für Borussia Dortmund. Die dickste Möglichkeit. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Piszczek. Costa gegen Hummels. Witzel ist da, Reus. Und jetzt hat er Platz, Marco. Reus. Brandt. Rebic. Reus. Brandt. Zu einfach. Zu einfach, was sie da spielen. Koke, Piszczek und Sancho. Jadon Sancho. So eigennützig. Koke im Zusammenspiel. Piszczek ist vor Costa da. Atletico spielt das allerdings auch nicht mal so souverän wie noch in Durchgang 1. Vor allem hat Dortmund immer mehr Platz, was nicht sein dürfte. Jadon Sancho. Und Savic ist da. So hat sich das Diego Simeone sicherlich nicht vorgestellt. Also na klar, sie spielen es offensiv sehr gut, aber defensiv sind da schon die ein oder andere Lücke zu sehen. Reus. Und vielleicht schafft Dortmund mal einen Angriff richtig auszuspielen. Sie werden immer gefährlicher und es wird den ersten Wechsel geben, auch jetzt bei der Borussia aus Dortmund. Es wird den ersten Wechsel geben. Alcázar für Rebic kommt ins Spiel. Und Alcázar für Rebic wird kommen. Und Guerrero kommt für Hakimi. Kann ich Guerrero für Hakimi bringen? Guerrero kommt für Hakimi, da Hakimi heute ein sehr schwaches Spiel macht. Also jetzt leider Gottes macht er echt ein schwaches Spiel. Guerrero, der auch diese Linksverteidigerposition spielen kann.
Doppelwechsel also bei Borussia Dortmund. Oblak hoch. War nicht wirklich weit. Juan Fran mit dem Stockfehler. Brandt, Reus, Witzel, Alcázar. Na, schwacher Pass von Alcázar. Kalinic. Böke ist zur Stelle. Guerrero. Brandt. Reus geht. Reus. Und Torreira macht heute auch kein gutes Spiel, ehrlich gesagt. Da wird auch den dritten Wechsel vorbereiten. Delaney macht sich draußen bereit. Und 2-0 Atletico. Kalinic eingewechselt. 0-2. Und jetzt habe ich Netzwerkqualitätsprobleme. Jungs, es tut mir gerade echt leid dafür. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Steht 0-2 Borussia Dortmund. Liegt zu Hause. 2-0 tatsächlich zurück. Und es kommt Hazard. Es kommt Hazard für Brandt rein. Sancho geht auf links. Jetzt, es ist nochmal ein offensiver Wechsel. Also offensiv gleichmäßiger Wechsel. Allerdings vielleicht ein bisschen mehr Frische zu bringen. Dortmund bleiben jetzt nur noch die letzten rund 18 Minuten. Alcázar und Reus. Na. Ah. Und natürlich steht Atletico jetzt hinten drin. Was anderes müssen sie jetzt auch nicht mehr. Dortmund muss jetzt Risiko gehen. Hazard. Thorgan Hazard. Latte. Das kann nicht wahr sein. Alcázar. Reus setzt doppelt nach. Jiménez kann den Ball nur noch rausschlagen. 5 Minuten noch für 2 Tore. Möglich. Ist es das theoretisch? Ja, ich sag nur Malaga. Ich sag nur Malaga. Reus kommt nicht dran. Witzel auch nicht. Hummels vorne gegen Garces. Hummels gewinnt das Kopfballduell. Nächster Angriff über Hazard. Über Paco Alcázar. Wieder Einwurf. Reus. Piszczek muss. Piszczek gewinnt. Aber das wird's gewesen sein. Birki macht mal mit einem Abwurf. Ja. Borussia Dortmund unterliegt zu Hause Atletico Madrid mit 0-2. Durch 2 Kopfballtore. Eins von Koke, eins von Kalinic. Ja, schade. Schade, schade. Jetzt muss leider in der Rückrunde der Gruppenphase, also in den Rückrundenspielen der Gruppenphase, muss da mehr kommen.
Zum Champions League Spiel wird es keine Veränderungen geben gegen Sportfreunde Lotte. Gegen Hertha, wahrscheinlich Sportfreunde Lotte. Das kommt danach. Hertha BSC. Meine ich. Skelbrett kriegt rot. Bei Hertha BSC. Reus mit der Führung, 28. Minute. Können sich die Wut wieder rausschießen. Reus 2:0. Scheint so. Scheint so. 3-0 Witzel. Dortmund schließt sich die Wut aus der Pleite in der Champions League. Aus dem Bauch. Und DFB-Pokal gegen Sportfreunde Lotte. Ja, da werde ich umstellen. Relativ umstellen ein wenig. Da kommen Spieler wie Marius Wolf Einsatzzeiten. Da bekommt Marvin Hitzdorf ins Tor. Da darf ein Darin Axel Sagadou spielen mit Diallo zusammen. Hummels kriegt eine Pause. Jule Weigel darf rein für Witzel, der bekommt eine komplette Pause. Und Jakob Brunlasen für Brandt. Ja. Brandt darf auch zu Hause bleiben beim Pokalspiel. Gegen die Sportfreunde Lotte. Weil das eigentlich ein Sieg verpflichtend ist bei diesem Spiel. Boateng mit 1-2 für die Bayern gegen Frankfurt. Piszczek mit der Führung, 34. Minute. Nice, DFB-Pokal haben wir gewonnen. Wir sind Dritter, immerhin. Frankfurt ist Tabellenführer. Ein rumänischer Nationaltrainer möchte ich sicherlich nicht werden, tut mir leid. 6 Wochen Akanji. Ich stelle wieder die Top-Formation rein. Das war hier, Wolf, zack. Dann kommt Guerrero rein für Larsen. Brandt bleibt erstmal noch auf der Bank. Witzel, Weigel. Und ja, der Rest müsste passen. Irgendwas, was ich da ändern muss. Der Hut ist wieder fit. Oh, der Hut ist wieder fit. Sehr gut, der kommt dann wieder hier hoch. Zack. Akanji bleibt unten. Der ist noch verletzt. Nico Schulz ist noch lange verletzt. Gastspiel gegen die Wölfe. Sagadou mit der Führung 1:0. Gesehen, danach geht es gegen Atletico Madrid. Das werden wir noch diese Folge spielen. Und nach dem Spiel ist dann das ja genau, dann ist dann die Folge vorbei. Und ja, dann haben wir 2 Spiele gemacht. Hitz hat sich schwer verletzt. Ibobi mit dem Ausgleich, aua. Aua. Ja gut, Hitz spielt ja sowieso nicht. Böke eigentlich, ich habe vergessen jetzt auszuwechseln. Wo ist denn der gute Diallo eigentlich? Hallo Diallo, Diallo. Warte. Sag du raus, Hummels kommt wieder rein. Jetzt kommt raus, wen kommt der gute Ölschlägel rein? Noch irgendwelche Änderungen, die ich ausführen kann, muss. Julian Brandt für Guerrero. Und ansonsten darf Delaney rein für Torreira in dem Spiel. So, mehr mache ich nicht. Der Rest bleibt so. Champions League gegen Atletico Madrid. Spieler verletzt. Na, dra. Hab ich ja schon rausgetan. So.
Ich spiele gegen die Athletis noch in dieser Folge und dann war es das mit der Folge. Es ist eine etwas längere Folge jetzt auch mit zwei Spielen, aber so ist es halt. So. Keine Veränderungen im Spiel, im Gegensatz zum Spiel gegen, also im Gegensatz zum Hinspiel, so meine ich das. Hoffentlich gibt es aber eine Veränderung in der Spielweise. Stimmung ist ein Bullshit, man. Ich werde es mich mal. Ja, danke. Champions League Spiel. Gruppenphase. Rückspiel der Gruppenphase zwischen Atletico Madrid und Borussia Dortmund im Estadio Metropolitano. Die Athletis. Das ist auch das Finalstadion der Champions League, der Champions League Saison dieses Jahr. Die Athletis haben ja das Hinspiel in Dortmund mit 0:2 gewonnen. Dortmund da hatte 15 Minuten, wo sie stark waren. Sonst war Atletico eigentlich dominant. Und ja, das will, muss Dortmund in diesem Spiel verhindern. Und wir hören uns jetzt erstmal die Champions League Hymne an. Und wir schauen uns gleich die Mannschaftsaufstellungen an, beide Mannschaften nach dem Shake Hands. Sieht aber von den Spielern her nicht gerade anders aus als im Hinspiel. So. Mannschaftsaufstellung von Atletico Madrid. Fangen wir an. Dort gibt es, soweit ich weiß, wird sich keine Veränderung im Gegensatz zum Hinspiel. Gleiche Formation wie auch im Hinspiel mit Saul und Partey auf der 6, Koke und Lemar rechts, links. Also gleiche Aufstellung wie auch schon im Hinspiel. Borussia Dortmund das gleiche. Außer dass Lucas Torreira auf der Bank bleibt heute mal. Für ihn Delaney reinkommt. Sonst alles gleich wie auch schon im Hinspiel. So. Hakimi, Piszczek auf der Außenverteidigerposition. Genau. Wie im Hinspiel. So. Atletico von links nach rechts in Rot und Blau in ihren Heimtrikots gegen Borussia Dortmund. Ebenfalls in ihren Heimtrikots. Ah, das mache ich nicht gut. Das macht der BVB da nicht gut und Lemar mit der Führung nach 3 Minuten, 4 Minuten. Also, das hat sich der BVB da hundertprozentig anders vorgestellt. Rebic und Sancho, Sancho und Rebic. Oh! Hat läuft da ja mal gar nichts zusammen bei Borussia Dortmund. Lemar. Gute Flanke. Gute Flanke. Koke 2:0, 9. Minute. Mann, Dortmund. Atletico Madrid stellt innerhalb von 9 Minuten auf das Ergebnis, was im Hinspiel nach 90 Minuten war. Heißt 81 Minuten schneller. Brandt. Reus kommt nicht ran. Dortmund weiß jetzt, Dortmund ist geschockt und Dortmund braucht jetzt Antworten.
das war ein Nackenschlag, den sie gekriegt haben. Dortmund momentan auf dem letzten Platz in der Gruppentabelle. So hat man sich das sicherlich nicht vorgestellt in dieser Champions League Saison. Ja klar, man kann gegen Atletico verlieren, aber die Niederlage gegen Brügge war mehr als nur unnötig. Brand. Und dadurch tut eine Niederlage gegen Atletico dann doppelt so weh. Diallo und Bürki. Was macht Hakimi da? Was macht Hakimi da? Saul holt sich den Ball schnell wieder zurück. Thomas Partey. Nächste Flanke. 3:0. Nee, abseits. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt für Borussia Dortmund. Und das steht zum Hinspiel. Atletico macht die Chancen, die sie im Hinspiel nicht reingemacht haben, im Rückspiel jetzt hier alle gnadenlos rein. Auch wenn die letzte Chance abseits war. Auch, ich denke mal, ohne Videoassistent nicht zu sehen wäre. Eieieiei, es gibt Einwurf für Atletico. Witze. Rebic auf Sancho. Was ist das für eine Lücke? Diallo macht das mal stark. Und Delaney geht vom Ball weg. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Bürki verhindert das 3:0. Ich kann mich noch nicht an einen gefährlichen Angriff von Borussia Dortmund erinnern. Jetzt vielleicht mal über Sancho. Jadon Sancho. Nein. Bürki muss ihn haben, ja. Habe mich auch gewundert, wenn er ihn nicht gehabt hätte. Sancho versucht da Luis auszuspielen. Luis. Allerdings haben wir seine ganzen Klasse. Sancho, Delaney kriegt den Pass auf Sancho nicht durch. Na klar ist das noch drehbar. Allerdings nicht, wenn der BVB solche Fehlpässe im Mittelfeld spielt. Nächster Angriff. Costa, Diallo ist da. Rebic. Ah, wieder Lexa, Mann, ey. Zur Pause für Atletico Madrid. Guerrero kommt für Brand. Dann Wechsel geben, Doppelwechsel zur Pause. Torreira kommt für Delaney. Delaney. Zu langsam in manchen Situationen einfach. Und Guerrero für Brand. Vielleicht bringt der linke Fuß von Guerrero da mal eine schöne Flanke von außen. Hakimi. Rebic.
Guerrero. Auf solche Situationen hat der BVB gewartet, aber wenn man den Sancho versucht, ins Kopfballduell zu schicken, dann hat man eigentlich schon verloren. So, Sanchez ist einmal in einer so einer 1 gegen 1 Situation, die er so liebt. Reus. Ja, und das wird, das spielt Atletico einfach alles nur in die Karten rein. Morata geht. Kalinic kommt. Ne, Garces kommt tatsächlich. Sancho. Rebic. Starker Pass. Guerrero. Sancho. Anschlusstreffer. Borussia Dortmund kommt nochmal ran. Okay. Flanke Kopf. Piszczek ist da. Torreira ist da. Ball ist geklärt. Reus. Na, ich wollte zu Guerrero spielen, Mann. Costa! Und da müssen wir eventuell über einen Patzer von Bürki reden. Da müssen wir eventuell über einen Patzer von Roman Bürki reden. 3-1 Atletico Madrid. Costa. Da müssen wir eventuell über einen Patzer reden. Wir schauen uns die Situation hier nochmal an. Oh, schwer zu sagen. Sieht er den Ball spät? Costa erwischt ihn. Oh, gute Drehung. Ne, kein Patzer. Gute Drehung vom Schuss von Costa. Starkes Tor. 3-1 Atletico. Bitch! 3-2! So, und das war seine letzte Aktion. Ante Rebic. Nein, war es nicht. Reus geht. Reus ist aus der Puste. Man sieht es hier auch. Reus ist aus der Puste. Rebic wird die 10 übernehmen jetzt. Reus ist aus der Puste. Der kann nicht mehr. Reus ist tot. Der bekommt jetzt eine Pause. Der hat, glaube ich, jedes Spiel 90 Minuten durchgespielt. Reus geht, Alcacer kommt. Dortmund noch ein Tor, wenigstens noch ein Ausgleich, komm. Das ist allemals möglich. Der Ball ist noch nicht erobert worden. Aber das sieht gar nicht gut aus. Was macht Dortmund denn da? Das kann nicht sein, Bürki! Ecke kommt und Bürki ist da. Oh, was macht denn dieser? Ganz stark. Er macht seinen Fehler wieder gut. Er macht wieder einen Fehler. Guerrero ist allerdings zur Stelle. Alcacer. Paco. Alcacer. Normalerweise kriegt er die Vorarbeiten. Diesmal macht er eine fast. Etwas zu lange gebraucht mit dem Pass. Dortmund muss jetzt auf Teampressing gehen. Was anderes bleibt ihnen hier eigentlich nicht übrig. Guerrero.
Rebic. Rebic, Ausgleich! 3-3, Borussia Dortmund gleicht aus gegen Atletico Madrid. Ante Rebic. Piszczek kann erklären, nicht richtig. Immer noch nicht richtig raus. Atletico steht gefühlt mit allen Mann vorne drin. Sie wollen hier den Dreier natürlich. Sie wollen hier den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Hakimi klärt. Rebic kommt nicht ran. Nächster Angriff. Kalinic. Böki. Ah, kriegt der gute Pacarakasa den Ball noch, ja. Rebic, schade. Mit 3:3 trennen sich Atletico Madrid und Borussia Dortmund in diesem Spiel. Und es geht auch in Ordnung, denke ich. 3-3. Ja. Ja, Jungs. Und damit beende ich auch diesen Part vom Karrieremodus. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht das gut, haut rein. Ciao.